Hi ihr Lieben, heute keine Waffe. Heute spreche ich über etwas anderes. Und zwar über die Kydex-Holster von Gear Maniacs. Los geht's. Wenn ihr neu hier seid, ich habe auch ein Video in Englisch gemacht. Schaut es euch an. Die Kydex-Holster von Gear Maniacs habe ich jetzt schon seit einigen Jahren. Ich wurde damals von Walter persönlich, vom Sales Manager dort, darauf angesprochen und gesagt, hier, schau mal, möchtest du ein gutes Holster für deine PPQ? Dann schau mal bei denen rein. Das habe ich damals gemacht. Ich habe auch schon zwei Videos über die lieben Leute gemacht. Nicht nur ist der Kundenservice einfach genial gewesen, was ich zum ersten Mal als richtig gut empfunden habe, deswegen ich gesagt habe, wow, egal was ich wollte, mir wurde alles gerecht gemacht. Auch wenn ich vielleicht ein schwieriger Kunde war anfangs, weil ich einfach 10-mal meinen Wunsch geändert habe oder meine Vorstellung davon. Aber trotzdem wurde mir einfach so gut geholfen, wo ich gesagt habe, wow, und dann das Endprodukt zu sehen, war einfach, es war es einfach wert. Und heute habe ich noch ein bisschen mehr hier. Ich habe mittlerweile eine andere Pistole. Die habt ihr ja schon gesehen. Das ist die Walter PPQ, das ist die Walter PDP. Natürlich, wie immer, die Waffen sind entladen und gesichert, keine Munition im Magazin. Und was ich hier in den USA einfach haben wollte zum ersten Mal, war auch ein Licht. Jetzt braucht man natürlich für eine so neue Waffe, die gerade erstmal auf dem Markt ist, für die gerade mal die Leute anfangen, alle Holster zu machen und zu entwickeln, natürlich ein spezielles Holster mit einem speziellen Licht. Auch OLED ist hier in den USA nicht immer so das, was alle nutzen. Denn hier nutzen sehr viele eher Surefire oder alle möglichen anderen Produkte. Ich wollte aber genau dieses, weil es einfach vom Profil her der Waffe sehr ähnelt. Und ich wollte nicht irgendwas, was vorne übersteht. Heutiges Shoutout geht raus an unsere Sponsoren Yellow Arsenal und Bravo Zero Six, dass ich hier sein kann und das filmen kann. Und für die Ausstattung techmerch.com. Bei techmerch kriegt ihr Shirts wie dieses oder dieses Shirt. Schaut rein, es gibt auch taktische Motive für Frauen, nicht nur für Männer. Also war natürlich für mich wichtig, ich brauche ein Holster, nicht nur für Concealed Carry, sondern auch eins für den Gürtel, weil ich natürlich damit trainieren möchte. Einmal natürlich mit dem Licht. Und dafür habe ich dann dieses Holster bekommen. Das ist das In-Waistband Concealed Carry Holster. Und wie ihr halt wieder sehen könnt, das ist das, was ich an Gear Maniacs einfach schätze, ist keine scharfen Kanten. Alles qualitativ sehr gut verarbeitet. Sehr fest. Mittlerweile haben sie auch hier ihr Logo drin. Und ihr könnt euch natürlich hier personalisieren, was für Halter ihr haben möchtet. Und dazu habe ich mir das Outside Waistband Holster mit dem Level 2 Sicherung hier dazu geholt. Genau. Hier kann ich jetzt zum Beispiel dran bauen, ich glaube, die Firma heißt MagTech oder sowas, eine Wechselplatte quasi, wo ich dann ein Holster nach dem anderen immer wieder dran klicken kann und nicht die ganze Aufnahme runternehmen muss vom Gürtel. Das war mir sehr wichtig. Deswegen habe ich auch diese Möglichkeit genutzt. Was natürlich auch wichtig ist eben, ihr könnt auch da euch zu jedem Holster-Aufnahmehersteller, den ihr euch wünscht, das Ganze konfigurieren lassen. Was es jetzt neu bei den Gear Maniacs gibt, ist das hier. Ein Magazinhalter, den ihr außen oder innen auch dran machen könnt. Das ist nämlich auf beiden Seiten. Ist das hier
möglich dran zu machen. Und was hier das Interessante ist, schaut mal hier vorne. Hier an dieser Schraube kann man dann zuschrauben, wie stark das Magazin gehalten werden muss. Das ist eine super tolle Lösung. Sieht auch sehr, sehr, sehr wertig aus. Also kann man nichts sagen. Und wie ihr wisst, hoffentlich wisst, oder jetzt erst dann wisst, bei Gearmaniacs könnt ihr euch alle Holster individualisieren in Farbe. Ihr könnt sogar auch Motive drauf machen lassen. Da ist eigentlich fast, sind keine Grenzen gesetzt. Also, ich trage jetzt gerade auch dieses hier schon seit über einer Woche, seitdem es jetzt hier angekommen ist. Und muss sagen, bis auf dass es ein bisschen breiter ist als mein letztes, habe ich damit absolut keine Probleme. Lässt sich wunderschön tragen. Ich trage es hier sogar nicht mal mehr ganz Appendix, weil das vorherige habe ich extra wirklich in der Mitte getragen. Schiebe sogar als Mittel ein bisschen nach außen. Es ist weiter außen. Und die Waffe ist sogar fast noch weniger zu sehen. Das ist also wirklich genial. Da, muss ich sagen, habe ich noch nicht viel mit geschossen. Eigentlich gar nicht. Aber ihr seht, auch hier, da fliegt so schon nichts raus. Das ist ein guter Druck eigentlich da. Den könnte ich jetzt auch noch mehr einstellen. Ich wollte ihn aber schon ein bisschen fester. Und dann Sicherung drauf. Ist mit dem Finger hier natürlich leicht gelöst. Zack, raus. Seht ihr, habe ich einfach nur mit dem Daumen abgestriffen hier. Löst sich ganz leicht. Genauso hier für das In-Waistband. Auch da kein Rausfallen. So, seht ihr, da muss ich ganz schön Gas geben, damit das hier rauskommt. Also das fällt auch beim Rennen nicht irgendwo raus. Hier habe ich es ein bisschen leichter dran gemacht, dass ich von innen, ich habe das auch in Waistband, ranlangen kann und das quasi sehr leicht rausziehen kann. Auch das fällt nichts raus. Eigentlich kein Rauskommen. Ja, wie ihr seht, sehr gute Qualität, made in Germany. Gearmaniacs sind wie immer unten verlinkt in all meinen Videos, weil es das ein Produkt ist, dem ich vertrauen kann und welches ich wirklich nur empfehlen kann für jeden da draußen in Deutschland oder auch in der EU, der nicht weiß, wo er ein Holster herbekommen soll für seine Waffe, wenn er denn eine sehr seltene Waffe hat, für die es eigentlich keinen Markt an Holstern gibt. Dann schreibt die Gearmaniacs an, die haben ein riesiges Repertoire schon an Waffen eingescannt und können euch eure Holster komplett personalisieren. Deswegen schaut rein. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ich schaue, dass ich in der Zwischenzeit natürlich noch ein bisschen mit den Holstern schießen gehe, ein bisschen üben kann für euch. Und dann kriegt ihr auch von mir ein bisschen Aufnahmen. Schaut natürlich auf Instagram rein, weil da habe ich auch ganz viel immer wieder von denen online. Bis zum nächsten Mal bei GarniTV.